Guten Tag, heute werden wir über Histo 2 sprechen. Unser Thema ist Histologie von Mundhöhle, Zunge, Speicheldrüsen. Jetzt werden wir über Kopfdarm sprechen. Dazu gehört nicht nur Mundhöhle, sondern auch Rachen. Im engeren Sinne, im Fall von Mundhöhle können wir zwei größere Unterteile unterscheiden, Vorhof und eigentliche Mundhöhle. Die Grenze ist die Zähne. Zwischen Lippenhinterfläche und Zähnevorderfläche haben wir Mundvorhof. Und zwischen Zähnenhinterfläche und Schlundenge haben wir eigentliche Mundhöhle, Cavum Oris Proprium. Dort können wir ziemlich viele wichtige Strukturen finden, zum Beispiel Lippen ganz vorne, Wangen, harter und weicher Gaumen, Mundboden, Zunge mit Tonsilla lingualis und auch die Zähne. Die Zähne sind so wichtig und so kompliziert, dass wir diese Strukturen in der nächsten Vorlesung detailliert besprechen werden. So, jetzt die Zähne bleiben aus, aber die übrigen Strukturen werden wir besprechen. Was hier für diese Strukturen typisch ist, ist, dass sie von Schleimhaut bedeckt sind und, sie mit Speicheldrüsen versehen sind. So, von jetzt an werden wir über, Schleimhaut sprechen, was unsere innere Körperflächen bedeckt, auskleidet. Ganz in Richtung Lumen haben wir eine Schleimschicht, was von Drüsen produziert wird. Diese Schleimschicht in der Mundhöhle heißt Speichel. Und das Gewebe, was darunter liegt, ist unsere Schleimhaut, was ziemlich gut vaskularisiert ist, deshalb sieht so rötlich aus, wenn Schleimhaut gesund ist. Und eine ziemlich schnelle Wundheilung können wir schon erwähnen, was hier vorkommt. Wie sieht das generell aus? Schleimhaut heißt Tunica mucosa, kommt aus lateinischen Wörtern. Tunica steht für Haut und Mucus für Schleim. Unterhalb von Schleimschicht, von Speicherschicht, haben wir Lamina epithelialis mucosae, was aus mehrschichtiges Plattenepithel besteht in der Mundhöhle. Wir haben solche Teile, wo wir unverhornten Plattenepithel haben und auch solche Teile, wo das Plattenepithel verhornt ist, aber die sind besondere Stellen. Zum Beispiel Zahnfleisch, harte Gaumen, einige Papillen von Zunge, Rücken sind verhornt, aber die übrigen Stellen sind von unverhorntem Plattenepithel bedeckt. Zwischen den Epithelzellen haben wir andere Zelltypen auch, nicht-epitheliale Zellen, zum Beispiel Merkel-Zellen, die Sinneszellen sind Melanozyten, so Pigmentzellen kommen dort vor, und Immunzellen, nämlich Langerhanszellen, sind dort zu finden, die sind mobile Zellen von Immunabwehr. Unterhalb von dieser Schichten von Plattenepithel haben wir ein Basalmembran, etwa hier auf diesem Schema, und unterhalb davon eine sogenannte Lamina propria mucosae Schicht, was aus lockerem Bindegewebe besteht. Dort haben wir sogenannte Meissner-Tastkörperchen, Gefäß, Nerven, Lymphwege etc. Und im Kopfdarmbereich haben wir in der Tiefe quergestreifte Muskulatur zu finden, ziemlich häufig im Fall von Zunge, Lippen, Wange, weicher Gaumen zum Beispiel. Quergestreifte Muskelfasern werden wir unterhalb von Lamina propria mucosae sehen. So, dann diese schematische Anordnung können wir jetzt in Wirklichkeit auch erkennen mit einem echten Schnitt, mit HE-Färbung. Hier oben haben wir Epithelium mucosae, Schleimschicht selbst fehlt von hier. So, Epithelium mucosae ist hier, mehrschichtiges und verhorntes Plattenepithel. Basalmembran etwa hier, mit HE nicht so gut zu sehen, nicht wirklich gut zu sehen. Und unterhalb davon das lockere Bindegewebe, hier Lamina propria mucosae mit Bindegewebspapillen, die wir schon kennen. Hier die Histo 1 Kenntnisse sind auch sehr wichtig. Diese typische Anordnung, Stratum basale, Stratum polygonale, Stratum planocellulare, sollen wir wissen. Diese werde ich jetzt nicht detailliert erklären. Die kennen wir schon. Und die Funktion von Bindegewebspapillen werde ich jetzt auch lassen. Aber die sind natürlich essentielle Informationen. Gehen wir dann weiter.
Von jetzt an sprechen wir über Strukturen von Mundhöhle. Fangen wir vorne mit Lippen an. Wir haben eine obere und untere Lippe. Und das Bild hier zeigt einen Sagittalschnitt durch eine Lippe. Hier auf dieser Seite haben wir die Vorderfläche, dann hier eine Übergangszone und dann hier hinten Richtung Mundvorhof haben wir Schleimhautüberzug. So, diese drei Unterteile können wir mit relativ kleiner Vergrößerung oder mit bloßen Augen erkennen. Vorne, pars cutanea, ist von Haut bedeckt. Dort haben wir Haaren, Tagdrüsen und Schweißdrüsen. Dann diese Übergangszone ist ziemlich rötlich, schwach verhornt. Das heißt Rubor labi, Lippenrot. Und hinten die Grenze mit dieser Vergrößerung sehen wir nicht so gut. Aber pars mucosa ist schon von Schleimhaut bedeckt, was nach hinten blickt. Und hier haben wir schon unverhorntes Plattenepithel zu finden. So, Rubor labi und pars cutanea sind noch von verhorntem Plattenepithel bedeckt. Und jetzt können wir dann ansehen, was hier im Zentrum liegt, warum die Lippen so beweglich sind. Histologische Aufnahmen zeigen hier quergestreifte Muskulatur im Quer- und Längsschnitt. Diese quergestreifte Muskelfasern gehören zum Musculus orbicularis oris, was ein mimischer Muskel ist und von Nervus facialis innerviert wird. Das wird wichtig sein noch im dritten Semester, wenn wir über mimische Muskeln lernen. Hier histologisch im Zentrum sehen wir quergestreifte Muskelfasern. So, diese Informationen über Muskulatur sind auch wichtig. Wie groß sind diese Muskelfasern, was bedeutet Sarkomer, A-Band, D-Band etc. Sehen wir jetzt pars cutanea mit größerer Vergrößerung an. Hier seitlich sehen wir verhorntes Plattenepithel, Haarfollikel mit Tagdrüsen. Hier auch ein Haarfollikel und hier die Tagdrüsen sind schön zu sehen. Und Schweißdrüsen sind hier mehrmals getroffen. So, Drüsen der Haut sind auch hier zu finden, natürlich ausgenommen von Duftdrüsen, die kommen hier nicht vor. Und tiefer haben wir auch viele Fettzellen im Lamina propria zu sehen. Was hier im Übergangszone im Lippenrot interessant ist, dass wir noch eine schwache Verhornung haben, aber Haaren können wir gar nicht finden und Drüsen auch nicht. So, hier oben, das ist hier Übergangszone, Rubor labi, ohne Haaren und Drüsen. Mit größerer Vergrößerung können wir ein paar histologische Merkmale erkennen, warum Rubor labi so rötlich ist wie auf diesen Bildern. Einerseits, hier Verhornung, Hornschicht ist relativ dünn. Dann, zwischen den Epithelzellen haben wir viel weniger Melanozyten als hier außen im Pars cutanea. Dann, die Bindegewebspapillen sind im Rubor labi Bereich ziemlich hoch und die sind sehr gut vaskularisiert. Bis an die Spitze können wir die Gefäß quer- oder Längsschnitte erkennen und die sind hier auch mit Erythrozyten gefüllt. Diese Erythrozyten können wir hier erkennen. So, diese Merkmale sind für die rötliche Farbe verantwortlich. Was können wir noch hier im Lamina propria der Lippe noch finden? Ziemlich viele sensible Nervenquer- oder Längsschnitte, weil die Lippen sehr gut innerviert sind. Solche sehen wir hier. Und wenn wir nach hinten gehen, können wir die hintere Grenze von Rubor labi genau finden. Wenn wir Stratum granulosum folgen, dieser Stich hier, was so basophil erscheint, können wir bis einen Punkt kommen, wo Stratum granulosum endet. Das ist die hintere Grenze sozusagen von Rubor labi. Und von hier fängt dann Schleimhautüberzug, pars mucosa der Lippe. So, das können wir auch suchen. Und wie sieht dann diese Pars mucosa aus? Epithelüberzug ist mehrschichtiges und verhorntes Plattenepithel und unterhalb davon
lamina propria mucosae lockerens Bindegewebe mit Fettzellen unter anderem. Und noch ein wenig tiefer eingebettet im lamina propria haben wir noch einige sogenannte kleine Speicheldrüsen hier zu sehen. Darüber werde ich noch sprechen in der zweiten Hälfte der Vorlesung. Mit Lippen hängen einige Virusinfektionen zusammen. Herpes simplex virus 1 verbreitet sich durch Speichel zum Beispiel oder während der Geburt. Und diese Viruspartikel sind in Ganglienzellen von Ganglion trigeminale zu finden. Und Reaktivation kann häufig stattfinden, zum Beispiel Stress, Fieber, Sonnenlicht sogar, Strahlung von Sonnenlicht kann diese Viren aktivieren. Und dann, die kommen von Trigeminalganglion nach vorne, erreichen die Lippen und können dort Symptome verursachen. Und klinisch ist noch interessant, dass manchmal diese gut vaskularisierte Schichten von Lippe ziemlich bläulich erscheinen. Nicht nur die Lippen, sondern Nase, Fingerspitzen sind bläulich gefärbt. Das nennt man Zyanose. Wenn Oxygenierung vom Blut nicht optimal ist, dann kann man diese Zeichen sehen. Zum Beispiel hier oder hier mit dem Baby können wir diese bläuliche Farbe erkennen. Kaltes Wetter, Hypoxia unter anderem, kann Zyanose verursachen. Okay, sprechen wir jetzt über Zunge im Weiteren. Eine sehr wichtige Grenze der Zunge ist Sulcus terminalis linguae hier. So können wir Korpus in zwei unterschiedliche Hälften unterteilen. Dahinter haben wir Pars follicularis linguae, hier von Schleimhaut bedeckt, und vor Sulcus terminalis haben wir Pars papillaris linguae. Hier haben wir unterschiedliche Strukturen zu finden. Hier sprechen wir über spezialisierte Schleimhaut. Auf der Unterfläche von Zunge und am Mundboden haben wir sogenannte auskleidende Schleimhaut, was wie in der Regel aussieht. Das ist ziemlich dünn, verschieblich, gut vaskularisiert und unverhornt. Und was wir im Zusammenhang mit Mundboden und Zungenunterfläche erwähnen sollen, dass dort wegen dieser guten Blutversorgung die sublinguale Applikation von Medikamenten ziemlich effektiv stattfinden kann. So dort auf der Unterfläche und Mundboden sprechen wir über auskleidende Schleimhaut. Am Zungenrücken haben wir diese spezialisierte Schleimhaut, vorne pars papillaris linguae. Dort haben wir ziemlich viele makroskopisch sichtbare Erhebungen von lamina propria der Schleimhaut. Einige solche Papillen sind weißlich, die sind die sogenannte Papillae filiformes, andere rötlich-rosafarbig, die sind die Papillae fungiformes, die sind hier vorne auf dem Zungenrücken überall zu sehen, vor Sulcus terminalis. Und parallel mit Sulcus terminalis haben wir etwa ein Dutzend größere Erhebungen hier. Die sind die sogenannten Papillae vallatae, die gehören noch zu dieser speziellen Schleimhaut von Zungenrücken. Hinten haben wir viele Lymphfolikel, die sind Teile von Immunabwehr, deshalb sprechen wir über Pars follicularis linguae. Und die Details sehen wir gleich. Das ist eine schematische Darstellung von Zungenkörper von Pars papillaris linguae. So diese spezialisierte Schleimhaut können wir beobachten. Hier sehen wir diese Erhebungen von lamina propria mucosae, die Zungenpapillen. Wir haben insgesamt vier Typen davon. Ein Typ, Papilla filiformis, die in dem Taz sind. Die sind die weißlichen Pünktchen auf unserer Zungenoberfläche. Und wir haben mehrere Typen, die wir als sogenannte Geschmackspapillen kategorisieren können. Die größte Papillae vallatae, die pilzförmige Papillae fungiformes. Und ein Stück fehlt von diesem Schema, weil das nicht am
Zungenrücken liegt, sondern auf der Seitenfläche hinten. So die Papille foliate haben wir noch, aber auf diesem Schema nicht markiert. Diese drei Typen sind die Geschmackspapillen. Unterhalb von diesen Strukturen haben wir eine relativ derbe Bindegewebsplatte, Aponeurosis lingue, und dann unterhalb davon quergestreifte Muskulatur, weil praktisch unsere Zunge ein Muskelorgan ist. So quergestreifte Muskelfasern sind hier zu sehen. Diese histologische Aufnahme zeigt uns Pars papillaris lingue. Hier können wir die Vorwölbungen, die Zungenpapillen erkennen. So lamina propria mucosae ist diese rosa, ist das rosa Gewebe hier, was die Vorwölbungen formt. Und diese Erhebungen sind von Epithelium mucosae bedeckt, was in der Regel aus mehrschichtigen, unverhornten Plattenepithel besteht. Die größeren Vorwölbungen, die die Papillen selbst hervorrufen, heißen Primärpapillen. Und vielleicht mit dieser Vergrößerung ist das nicht sichtbar, aber diese kleineren sogenannten Sekundärpapillen sind die, sagen wir, regelmäßigen Bindegewebspapillen, die wir schon kennen. Diese habe ich schon gezeigt und erwähnt. So primäre und sekundäre Bindegewebspapillen haben wir im Fall von Zungenpapillen zu erwähnen. Hier sehen wir wieder Aponeurosis lingue, was aus straffem Bindegewebe besteht. Und hier unten quergestreifte Muskulatur der Zunge ist schön zu sehen. Wie sehen die Papillae filiformis aus? So, filiformis steht für fadenförmig. Die sind gespitzt, Richtung Rachen gekrümmt. So rachen wir in diese Richtung. Und hier können wir eine schwache Verhornung erkennen. Mit bloßem Auge, die sehen als weiße Pünktchen aus. Verhornung können wir betonen und Tastfunktion. Viele sensible Nervenendigungen sind hier zu finden. Und ja, übrigens, diese große Struktur ist hier ein Papilla fungiformis, kein Papilla filiformis. Hier seitlich haben wir die fadenförmigen Papillen zu sehen daneben. Für Menschen sind diese Papillae filiformis vielleicht im Fall von Menschen, die sind nicht so gut ausgeprägt, aber im Fall von Tieren, im Fall von Tiger zum Beispiel oder Löwe, diese Papillae filiformis sind sehr gut ausgeprägt. Auf diese Bilder können wir diese Strukturen sehen. Diese Strukturen sind für mechanische Reize da und Tiger kann dann Fleisch und Haut vom Knochen entfernen mit dieser ziemlich stark ausgeprägten Papillae filiformis. Von jetzt an werden wir über Geschmackspapillen sprechen. Die Papillae valate oder Circumvallate sind die größte solcher Papillen, etwa 2-3 mm im Durchmesser. Und wir haben etwa 12 Stück davon, parallel mit Sulcus terminalis lingue. Die sind von einem Graben umgeben, hier, und ein Wall. Hier, Wall plus Graben können wir erkennen. Epithelium mucosae ist unverhornt. Primäre und sekundäre Bindegewebspapillen sehen wir hier. Und was hier interessant ist, wir haben hier hellere Zellgruppen hier seitlich. Die sind die sogenannten Geschmacksknospen. Dort haben wir Rezeptorzellen, Chemorezeptoren, die Nahrung überzuprüfen. Und daneben, neben diesen Papillen, haben wir Speicheldrüsen, kleine Speicheldrüsen, sogenannte von Ebnersche Drüsen, die dann ein wässriges Sekret produzieren und so diese Graben immer spülen und die Geschmacksstoffe wegwaschen. Und so können wir immer neue Geschmacksreize wahrnehmen, mit Hilfe von Geschmacksknospen und Ebnersche Spüldrüsen. Und wie ich schon erwähnt habe, über die Speicheldrüsen spreche ich ein wenig später noch mehrere Details. Papillae fungiformis sind zwischen den Papillae filiformis zu finden. Hier Oberflächenepithel ist auch unverhornt. Hier können wir seitlich die helle Zellgruppen, die Geschmacksknospen erkennen.
im Zentrum Lamina propria Mucose und wieder Spüldrüsen von Ebnerscher Spüldrüsen, weil diese Papille fungiform ist, die pilzförmige Papillen Geschmack, dem Geschmack dienen. Und Papille foliate, makroskopisch, die sind hier seitlich hin zu finden, zwischen diesen relativ vertikalen Gruben. Im Fall von Erwachsenen haben wir eine geringe Menge davon. Im Fall von Kind oder einigen Tieren, wie zum Beispiel Hase, haben wir mehrere solche blattförmige Papille foliate in der Zunge. Lamina propria mucose Form, diese typische blattförmige Strukturen im Zentrum, mehrschichtiges und verhorntes Plattenepithel mit Geschmacksknospen und Spüldrüsen können wir hier erkennen. Jetzt können wir einige Wörter über diese Geschmacksknospen sagen. Diese Strukturen können wir auf dem Zungenrücken zu finden. Die sind mit Geschmackspapillen kombiniert und einige einzelne Geschmacksknospen können noch außerhalb von Zunge vorkommen, zum Beispiel im Gaumen, im Rachen, im Kehlkopf sogar oder Ösophagus haben wir noch einzelne Geschmacksknospen zu finden, aber die größte Menge ist hier auf Zungenrücken zu finden oder im Fall von Papille foliate seitlich auf dem Zunge zu finden. So, diese zwiebelförmige kleine Strukturen sind mit Hai, hellblasse Zellgruppen. Hier haben wir unterschiedliche Zelltypen zu finden. Wir haben Sinneszellen, schlanke Zellen mit Mikrovilli, dann Stützzellen und Basalzellen, etwa hier. Diese Sinneszellen sind kurzlebige Zellen, sie leben etwa 10 Tage lang, dann sterben ab und die Basalzellen differenzieren sich und formen immer neuere Sinneszellen. Die sind sekundäre Sinneszellen, das bedeutet, sie haben keine eigenen Vorsätze, sondern sensible Nervenendigungen enden neben diesen Sinneszellen und dann die Reize von Sinneszellen wird diese sensible Nervenendigungen erreichen und so geht Richtung Zentralnervensystem der Reiz. Oberhalb von dieser Zellgruppe haben wir eine Öffnung zwischen den Epithelzellen, was Geschmacksporus heißt. Hier können wasserlösliche Substanzen, Geschmacksstoffe, diese apikale Teile von Sinneszellen erreichen und so irgendwelche Rezeptoren oder Ionenkanäle erreichen und dann Signaltransduktionswege aktivieren, was dann Depolarisierung verursacht. Und so werden wir Geschmacksreize wahrnehmen. Was sehr wichtig ist, man probiert unterschiedliche Karten aufzumalen, wo wir unterschiedliche Geschmackstypen wahrnehmen können. Am Anfang hat man 4 Untergruppen von Geschmack erkannt: süß, salzig, sauer und bitter. Heutzutage spricht man über Umami auch, was japanisch ist für köstlich. So heutzutage diese 5 unterschiedliche Reize kennen wir. Und dieses Schema zeigt hier Rezeptoren für diese 5 Geschmackstypen auf eine einzige Zelle. Aber man denkt, dass wahrscheinlich das nicht so ist, sondern eine Sinneszelle nur ein Rezeptortyp besitzt. Deshalb sind hier auf dieser Zeichnung die Sinneszellen unterschiedlich gefärbt. Wir haben innerhalb von einer zwiebelförmigen Geschmacksknospe eine Gruppe von Sinneszellen. Einige sind, sagen wir, für bitter, andere für sauer, süß etc. Und wenn wir etwas essen, dann die Nahrung, Komponenten der Nahrung, werden diese unterschiedlichen Sinneszellen aktivieren und von einem bestimmten Geschmacksknospe werden wir unterschiedliche Reize gleichzeitig haben. Okay? Deshalb sind diese Zellen unterschiedlich gefärbt. Okay, dann mit Pars papillaris lingvae, hier vorne sind wir jetzt fertig, gehen wir weiter und beobachten wir hier Zungenrücken.
diese obere Fläche zeigt auch makroskopisch sichtbare Vorwölbungen und Rinnen, aber die sind keine Papillen, sondern ein Lymphorgan, was wir Tonsilla lingualis nennen können, oder Pars follicularis linguae. Hier haben wir wieder Schleimhautüberzug, Epithelium mucosae, was mehrschichtiges und verhorntes Plattenepithel ist. Aber unterhalb davon, Lamina propria mucosae, können wir manchmal kaum zu sehen, weil alles ist von Millionen von Lymphozyten bedeckt. Lymphfolliken haben wir hier überall zu sehen. Und tiefer können wir noch einige kleine Speicheldrüsen erkennen und Zungenmuskulatur, vielleicht mit Fettzellen. Und das Bild hier zeigt auch diese Strukturen. Epithelium mucosae ist unverhornt. Wir haben hier Graben, aber die sind nicht besonders tief, nicht so tief wie im Fall von Tonsilla palatina. Das werde ich gleich zeigen. So können wir diesen zwei Tonsillen histologisch unterscheiden. So Graben, aber nicht so tief. Viele, viele Lymphfolliken, einige Drüsen hier, mucose Speicheldrüsen und dieser Pfeil meint hier die Muskulatur, was wir in der Zunge in drei unterschiedliche Richtungen finden können. Zwei Längsschnitte und ein Querschnitt. Tonsilla palatina sieht ziemlich ähnlich aus, vielleicht auf dem ersten Blick, aber hier diese Krypten, diese Graben sind tiefer als im Tonsilla lingualis. Epithelium mucosae ist auch mehrschichtig und verhornt. Wir haben einige Drüsen, aber nicht besonders viele. Und hier, wenn wir Skelett oder besser gesagt quergestreifte Muskulatur beobachten, dann können wir zwei Richtungen finden, Maximum, nicht drei wie in der Zunge. So ein Querschnitt und ein Längsschnitt können wir erkennen. Tonsillen haben eine sehr wichtige Aufnahme, weil im Kopfdarmbereich, so im Mundhöhle, Rachen, Nasenhöhle, trifft Nahrung und Luft, was wir einatmen, mit Immunsystem, mit der Hilfe von diesen Tonsillen. So können wir viele Antigene, die aus unserer Umgebung kommen, schon erkennen und Immunantworten dagegen auszulösen. Deshalb sind diese Strukturen hier im Mundhöhlenbereich wichtig. Hier wollte ich noch ein paar Wörter über Gaumen aussprechen, von histologischen Aspekt. Weicher Gaumen ist praktisch eine Muskelplatte. Im Zentrum haben wir wieder eine Aponeurose, was als Ansatz oder Ursprung von quergestreifter Muskel dient. Deshalb ist weicher Gaumen beweglich. Schleimhaut auf der Unterfläche ist ähnlich wie im Fall von Wange und verhornt. Dort haben wir auch kleine Speicheldrüsen zu finden und einige Geschmacksknospen kommen dort noch vielleicht vor. Was interessant ist, Oberseite vom weicher Gaumen blickt Richtung Atemwege und ist von respiratorischem Epithel bedeckt. Harter Gaumen ist ziemlich fest mit dem Periost verwachsen und ist unverschieblich deshalb. Und hier sprechen wir über sogenannte mastikatorische Schleimhaut. Das bedeutet, wir haben ziemlich große mechanische Beanspruchungen wegen Kauen und Schlucken. Und deshalb ist hier im Fall von hartem Gaumen Epithelium schwach verhornt. Dort haben wir auch einige Speicheldrüsen und Geschmacksknospen können dort einzeln vorkommen, ohne Papillen. Sprechen wir jetzt einige Wörter über Speichel. Das ist diese Schleimschicht, was unsere Schleimhaut bedeckt und Mundhöhle auskleidet. Wir haben etwa 1,5 Liter Speichelproduktion täglich und Speichel hat sehr wichtige Aufgaben. Das besteht größtenteils aus Wasser und das ist wichtig, so können wir Nahrung chemisch analysieren, weil mit unserer Sinneszellen von Geschmacksknospen können wir nur wasserlösliche Geschmacksstoffe
wahrnehmen. Wir haben dort auch unterschiedliche Ione und Muzine, was ein visköses Produkt hervorruft. Warum ist dieser Muzingehalt wichtig? Dann haben wir die Möglichkeit, Nahrung zu befeuchten, Schlucken erleichtern. Und so können wir auch eine Schutzschicht formen, was unsere Mundhöhle bedeckt. Und wir haben hier ziemlich viele antimikrobielle Stoffe, Defensin, Beta-Defensin, IgA, Lysozym, Lactoferrin etc., die eine wichtige Barriere gegen Krankheitserreger formen. Und wir haben hier in dem Speichel auch Wachstumsfaktoren, zum Beispiel EGF, was für die schnelle Wundheilung verantwortlich ist, was ich schon am Anfang erwähnt habe. Deshalb haben wir gute Möglichkeit für Heilung im Fall von Wunden im Mundhöhlenbereich. So diese Funktionen und Zusammensetzung von Speichel müssen wir wissen. Aber was sind die Drüsen, die Speichel produzieren? Die sind die sogenannten Speicheldrüsen und die gehören zum sogenannten exokrinen Drüsen. Hier können wir unterschiedliche Typen von exokrinen Drüsen sehen. Was für uns heute wichtig ist im Zusammenhang mit Speicheldrüsen, die acinöse, so beerenförmige Drüsen, tubulöse, so säulenförmige Drüsen und die Kombination von diesen beiden Typen, tubuloacinöse Drüsen, weil die Speicheldrüsen gehören zu diesen Untergruppen. Die kleinen Speicheldrüsen sind häufig tubulös und die großen Speicheldrüsen, wie zum Beispiel Ohrspeicheldrüse, entweder acinös oder Unterkiefer- und Unterzungendrüse, die sind tubuloacinös. Mechanismus von Sekretabgabe im Fall von Speicheldrüsen ist Ekrin oder Exozytose einfach oder merokrine Sekretionsmodus. So, wir haben hier kleinere Partikel, kleinere Vesikeln von Produkt, was diese Zellen mit Exozytose freilassen. So arbeiten die Speicheldrüsen nach merokrine Sekretionsmodus. Da sollen wir noch im Kopf halten. Einige wichtige Fachwörter kommen jetzt. Wenn wir über exokrine Drüsen sprechen, dann das Produkt ist ziemlich häufig wässrig. So, jetzt werden wir nicht über Tagdrüsen der Haut sprechen, diese werden wir jetzt ausschließen. Die übrigen Drüsen produzieren ein wässriges Produkt. Viel Wasser und Ionen sind dort zu finden. Im Fall von Schweißdrüsen zum Beispiel in der Haut, diese Funktion ist der wichtigste. Aber einige andere Drüsen sezernieren noch extra Produkte noch dazu, nicht nur Wasser und Ionen. Und diese sind Proteine und Muzine. Und die Speicheldrüsen arbeiten so. Entweder Proteine und oder Muzine werden wir noch dort zu finden, abhängig vom Bedarf. Wenn wir mehrere Proteine haben im Sekret, dann sagen wir, dieser Sekret ist serös. Wenn wir mehrere Muzine haben als Proteine, dann sagen wir muzinreiches oder muköses Sekret. Und die Endstücke oder Drüsen selbst nennen wir deshalb auch manchmal seröse oder muköse Drüsen. Morphologie hängt auch mit Protein- oder Muzinsynthese zusammen. Seröse Drüsen sind häufig beerenförmig, so wir sprechen über Acini im Fall von seröse Drüsen. Und Muzin-produzierende Drüsen sehen schlauchförmig aus, so die sind tubulös. Und das ist sehr wichtig zu wissen, dass diese Unterteilung seröse und muköse Drüsen nur für solche Drüsen logisch ist, was die eine innere Körperoberfläche mit Sekret bedecken oder Augapfel.
So, im Fall von Speicheldrüsen und Schleimdrüsen, von Atemwege, Verdauungstrakt etc. können wir seriös oder mukös sagen, aber im Fall von Duftdrüsen oder Schweißdrüsen der Haut, weil sie nicht eine innere Oberfläche, sondern äußere Oberfläche befeuchten, seriös oder mukös sagen wir nicht. Warum benutzen wir das Wort seriös? Das kommt vom Serum. Hier haben wir ein dünnflüssiges Sekret, was ähnlich ist wie Blutserum. Dort haben wir Enzyme, zum Beispiel Alpha-Amylase, was Verdauung schon hier im Mundhöhle anfängt. Und das dünnflüssige Sekret ist sehr optimal für Überprüfen der Nahrung, ob wir dort vielleicht einige Giftstoffe haben oder gute Nahrung, was wir ruhig essen können. Im Fall von Mykosesekret, wir haben viele Mucine, die Riesenmoleküle sind, Glykoproteine und eine hohe Viskosität möglich machen. Und so, diese Mucinmenge wird dein Gel formen, was viel Wasser binden kann. Und Speicher mit vielen Mucine dient als Gleitschleim oder Schutzschleim. Im Fall von Lampenfieber kann man diese Schutzschicht füllen, was unsere Mundhöhle gegen verschiedene chemische, physische Schädigungen schützt. Oder wenn die Tiere kämpfen, zum Beispiel Hunde, Katzen etc., wenn diese Tiere beißen, dann visköses, muköses Sekret wird dann Mundhöhle, Zahnfleisch, Zähne bedecken und so können dann diese Tiere Schleimhaut schützen während dieser Kampf. Wir haben zwei Hauptgruppen von Speicheldrüsen der Mundhöhle. Wir haben zahlreiche kleine Speicheldrüsen, mehrere Hunderte, nach einigen Autoren mehrere Tausende davon. Einige haben wir im Lippen, Glandulae labialis, seitlich im Wangenbereich, Glandulae buccalis, die sind leider nicht sichtbar. Diese beiden Untertypen sind ähnlich histologisch aufgebaut, die sind sogenannte seromuköse Drüsen. So, sie haben auch seröse Acini und tubuläre muköse Stücke auch. Die können auch proteinreiches und auch mucinreiches Sekret produzieren. Glandulae palatine, so die Drüsen vom Gaumen, sind mukös. Die produzieren lieber Mucine, ein Gleitschleim, und nicht proteinhaltiges Sekret. Die Funktion kennen wir schon. So können wir Schleimhaut gegen Austrocknen schützen. Oder wenn wir seröses Sekret haben, dann für Verdauung werden wir uns unsere Geschmacksknospen vorbereiten. Verdauung und Geschmackwahrnahme. Wir haben histologisch ähnliche kleine Drüsen, zum Beispiel im Rachen, Nasenhöhle, Nasennebenhöhle, Kehlkopf, Tuba auditiva, aber weil sie nicht direkt in der Mundhöhle münden, sagen wir lieber Schleimdrüsen dafür. Und die Speicheldrüsen sind solche Drüsen, die wirklich in die Mundhöhle reinmünden. Auf diesem Bild sehen wir hier hinten auch einige Rachendrüsen. Die sind auch muköse Drüsen, so ähnlich wie Drüsen von Gaumen. Aber hier sagen wir lieber Schleimdrüsen statt Speicheldrüsen, im Fall von Gaumen schon zum Beispiel. Die großen Speicheldrüsen sind anatomisch-topografisch auch sehr wichtig. Jetzt fokussieren wir auf Histologie. Wir haben drei Paaren von großen Speicheldrüsen. Ohrspeicheldrüse, hier Unterkieferdrüse und Unterzungendrüse, Glandula sublingualis, hier mit fünf. Diese drei Drüsen können wir erkennen, die sind die großen Speicheldrüsen. Und die kleinen Speicheldrüsen produzieren etwa 5% des Speichels nur. Die übrige Menge kommt von großen Speicheldrüsen. Wie sehen diese Drüsen histologisch aus?
Wir haben Bindegewebskapsel und Bindegewebssepten. Zwischen diesen Septen haben wir Läppchen, Drüsenläppchen zu finden. Dort haben wir viele Endstücke, seröse oder muköse Endstücke kommen, vorkommen, und Ausführungsgänge, intralobuläre Ausführungsgänge zwischen den Endstücken, so innerhalb von Läppchen, oder größere Ausführungsgänge sind inter- oder extralobulär eingebettet im Bindegewebe, wie zum Beispiel hier. Die drei großen Speicheldrüsen sind nicht genau so aufgebaut. Glandula parotidea, Hohlspeicheldrüse, ist rein serös. Das bedeutet, wir haben nur seröse Stücke oder Acini hier überall zu sehen. Glandula submandibularis enthält etwa 70% seröse Stücke, so Acini, und etwa ein Drittel Tubuli, die dann muköses Speicher produzieren. Und im Fall von Glandula sublingualis haben wir etwa, so grob zu sagen, 90% von tubulösen Endstücken, die mucinreiches Sekret produzieren, und eine relativ kleine Menge von Acini, die proteinreiches Sekret produzieren. Und interessanterweise, im Fall von Glandula submandibularis und sublingualis, die Acini geben manchmal diese Tubuli so um, dass wir halbmondförmigen Gebiete erkennen können. Die sind die sogenannten von Ebner oder Januzzi-Halbmonde, die kleine, enge Kanälchen haben, die zwischen den mukösen Zellen hier Lumen erreichen und so proteinreiches Sekret freisetzen. Das kommt hier im Glandula submandibularis und sublingualis manchmal vor. Sehen wir dann diese Endstücke mit Haifärbung an. Die seröse Acini sind dunkler lila, blau-lila gefärbt, die sind basophil. Die muköse Endstücke sind blass-neutral, nicht gefärbt, mit Haie. Und hier seitlich, wie zum Beispiel hier oder vielleicht hier, können wir seröse Halbmonde von Januzzi oder von Ebner erkennen. Die seröse Acini haben ein sehr enges Lumen, kaum zu sehen. Zytoplasma von Drüsenzellen ist ziemlich dunkel lila, basophil, wegen raues Ehrgehalt, weil diese Zellen proteinreiches Sekret produzieren, zum Beispiel Alpha-Amylase haben wir schon erwähnt. Und wir können noch sehen, dass die Zellkerne schön rundlich sind und ziemlich zentral zu finden sind. Die Sekretvesikeln sind klein und mit allgemeinen Haie-Schnitten nicht so gut zu sehen. Wenn wir eine sehr optimale Fixierung haben, dann manchmal sind vielleicht die Sekretvesikeln sichtbar oder mit Elektronenmikroskopie. So, die kleinen proteinhaltigen Vesikeln sind hier irgendwo apikal. Die Tubuli, die muköse Drüsenzellen, sind blass, nicht gefärbt. Hier apikal haben wir eine relativ große Menge vom Produkt, vom Mucine, und diese Mucine pressen dann Zellkern Richtung nach unten, nach basal. Deshalb haben wir hier abgeflachte Zellkerne, die am Rand gepresst sind, hier zu sehen. Und die Lumina von dieser Tubuli sind breiter als die Lumina von serösen Endstücke. Jetzt beobachten wir den Ausführungsgangssystem von Speicheldrüsen. Innerhalb von Läppchen haben wir sogenannte intralobuläre Ausführungsgänge. Die kleinste Ausführungsgänge, die engste Ausführungsgänge, heißen Schallstück oder Ductus oder Tubulus intercalaris. Die teilen sich vereinigen sich zwei, dreimal. Und dann die breitere Ausführungsgänge, noch intralobulär, heißen Streifenstück. Oder hier
können wir diese Strukturen sehen. Und dann diese werden dann unsere Läppchen verlassen und inter- oder extralobuläre Gänge haben wir hier, die dann Hauptausführungsgang von großen Speicheldrüsen formen. Die kleinsten, engsten Ausführungsgänge sehen so aus, Schallstücke sind von einschichtigen kubischen Epithelzellen ausgekleidet. Zytoplasma ist schön eosinophil, so rosa gefärbt. Zellkerne blau, rundlich und liegen ziemlich zentral. Diese sind nicht so kompliziert zu erkennen zwischen den Endstücken. Und Streifenstück, was auch intralobulär ist, können wir auch erkennen, wenn wir Oberflächenepithelzellen beobachten. Diese Zellen sind schon höher, hochprismatisch. Und basal haben wir ein basales Labyrinth oder basale Streifung zu sehen. Hier haben wir Falten von Zellmembran und dazwischen viele Mitochondrien, viele längliche Mitochondrien. Und deshalb diese eosinophile Streifung kommt auf der basalen Seite von Streifenstücken vor. Diese Zellen brauchen viel Energie, Ionen zu bewegen. Deshalb haben wir hier diese Falten und viele Mitochondrien im Fall von Streifenstück. Und einige Wörter sollen wir über Speicherproduktion auch sagen. Zwei unterschiedliche Abschnitte sind hier wichtig. Die Acini, die dann proteinreiches Sekret produzieren, und Streifenstücke hier unten, wo wir einige Ionen zurücknehmen. So, was passiert hier? Zuerst produzieren wir mit der Hilfe von Acini einen sogenannten Primärspeichel, was Isoton ist. So, ähnliche Zusammensetzung hat wie Blut. Hier basal haben wir solche Natrium-Kalium-ATPase, die dann ein Iongradient herstellen. Und wegen dieser Iongradient werden wir Natrium, Kalium und Calcium-Ionen hier von Richtung außen, von Blutgefäßen in Umgebung aufnehmen. Und dann Chloridionen werden passiv Lumen erreichen. Und zwischen den Zellen haben wir sogenannte Lecke, Tight Junctions, die für Wasser- und Natriumionen durchgängig sind. So, hier zwischen den Zellen, parazellulär, kann Natrium und Wasser Lumen erreichen und Primärspeicher formen zusammen mit Chloridionen. Was passiert dann hier im Streifenstück? Dort werden wir eine aktive Rücknahme von Natrium und Chloridionen machen. Diese Ionen nehmen wir weg, aber hier haben wir so dichte Tight Junctions, dass Wasser von Lumen nicht dieser Ionstrom folgen kann, so das bleibt hier und so entsteht Endspeichel oder Sekundärspeichel, was schon hypoton ist. So, hier diese durchgängige Tight Junctions für Natrium und Wasser sind wichtig und hier im Fall von Streifenstück dichte Tight Junctions können wir betonen, was nicht für Wasser durchgängig ist. Und jetzt können wir ein paar wichtige Merkmale jetzt schnell noch wiederholen. Im Fall von Zunge werden wir drei Richtungen von quergestreiften Muskulatur erkennen, zwei Längs- und ein Querschnitte. Wir können Speicheldrüsen erkennen, seröse Spüldrüsen im Fall von Zungenpapillen oder muköse Drüsen im Fall von Pars follicularis lingue. Zungenpapillen können wir erkennen, viele Gefäße und Nerven von Lamina propria mucosae sind typisch und wir haben ziemlich viele Lymphfolliken hinten im Pars follicularis und der Tonsilla lingualis Teil. Und im Fall von Mukosenstücken mit Haie können wir betonen, dass Zytoplasma neutral ist, Zellkern liegt basal und ist abgeflacht und Lumina sind breiter als die Lumina von serösen Endstücken. Im Fall von serösen Drüsen, Zytoplasma ist basophil, blau gefärbt wegen RER, Kern ist rund und Lumen ist ziemlich eng. Und die Ausführungsgangtypen, die wir brauchen, Schallstücke intralobulär, sind kubisch und Epithelzellen, diese Epithelzellen sind eosinophil.
Und manchmal die Schadstücke sind auch von Mioepithelzellen umgeben, die auch diese Einstücke umgehen und so sekret auspressen mit ihrer Kontraktion. Und Streifenstücke liegen auch intralobulär, aber die Zellen hier sind hochprismatisch, auch eosinophil, und basale Streifung ist typisch wegen Physiologie von Endspeicherproduktion. Und danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt gleich werden wir mit Szene weitergehen. Bis bald.